sag ja nix, ich red ja bloß. Wolf Schmidt und seine Hesselbachs. Ein Familienporträt von Peter Knorr und Lionel van der Meulen. Ich riech mich ja nicht auf, du riechst mich auf. Ich riech dich auf? Na also, ja. Also bitte, nur regen Sie sich mal beide nicht auf, ja? Also bitte, bitte, ja. Also vorhin sitzen wir ganz friedlich bei Tisch und da sag ich zu ihm ganz still, bitte Karl, nimm etwas Rücksicht auf meinen Zustand. Da springt er plötzlich mit einem verbissenen Gesicht auf, rennt hier runter in sein Büro und kriegt doch einen Tobsuchtsanfall. Woher willst du dann wissen, dass ihr im Büro einen Tobsuchtsanfall gehabt haben soll? Wo ist denn der Tischlamm? Die Tischlamm, ja, die das ist ja wurscht egal. Sehen Sie, Herr Doktor, immer wenn er einen Tobsuchtsanfall kriegt, dann schmeißt er mit Lampe um aber sich. Aber komm, Mama, ich bitte dich, das ist alles Fantasie. Die Tischlamm, die hat die Putzfrau vorhin runtergeschmissen. Oder bitte, Karl, die Frau Siebenhals war im Sekretariat und hat gesehen, wie du die Lampe runtergeschmissen hast. Dann hat sie die Scherbe aufgelesen, hat mir natürlich sofort Bescheid gesagt. Also sind wir jetzt schon so weit, dass du mich von meinem eigenen Personal bespitzeln lässt? Regen Sie sich bitte mal nicht auf. Ich bestimme das selbst, wenn ich mich aufrege. Also bitte, Karl, reg dich nicht auf. Du weißt, dass deine Aufregung mich aufregt. Und Herr Doktor kann dir bezeugen, dass das für mich lebensgefährlich voll ist. Da. Können Sie mir das sehen? Jetzt kommen Sie gleich wieder die Adresse. Und bleiben Sie doch mal ruhig. Ja, ich will ja ruhig bleiben, aber ich kann's nicht. Mama und Papa Hesselbach, wie wir sie kennen und schätzen. Wenn diese beiden sich streiten, dann fliegen die Fetzen, toben die Temperamente und meistens gibt es was zu lachen. Eine hanebüchene Logik zieht uns in ihren verheerenden Bann, immer wieder blitzen infame Bosheiten auf, obwohl doch alles fast naiv daherkommt und eigentlich alle so grundgütig sind. Hessische Bubble-Dialoge, Sottisen und Sentenzen konnte einer wie kaum ein anderer formulieren. Wolf Schmidt. Keiner war wie Schmidt als Autor und Darsteller und keiner wie Papa Hesselbach als Spießer und Anarch. Unerschrocken ehrlich, grob, pfiffig, sentimental und gescheit. Und immer babbelt oder lässt er babbeln, was die flinke Zunge hergibt. Glaub, nicht mal, wer glaubt, der glaubt immer auf eigenes Risiko. Und die meisten merken das bloß nicht, weil ja keiner gern merken will, dass er was Falsches glaubt. Darauf beruht die geistige Unterentwicklung der Menschheit. Hm? Die Welt wird doch nicht untergehen. Das ist doch dumm gucken. Jeder hat das Recht, so dumm zu gucken, wie er kann. Mama, wenn jeder, der sich immer schlecht benimmt, keine Rechte mehr hätte, dann wären ja die Straße all menschenleer, weil es allem Kitschis ist. Siehst verheerend aus. Ja, wenn ich die Wahl habe zwischen verheerend aussehen und mich verheerend fühle, dann wähle ich doch das Erste. Dabei habe ich immer nur das Beste gewollt, damit, wenn ich simuliert habe. Das will ich simulieren, ja, die Leute. Weil das Gute nicht gut genug ist, weil sie das Beste haben wollen. Dann kommen wir mal, ist doch alles nicht so schlimm. Wir simulieren doch mehr oder weniger all. Das ganze Zusammenleben der Menschheit wäre ohne ein wohldurchdachtes System allgemeinen Simulierens ja gar nicht möglich. Nicht? Weil wenn wir uns alles offen an den Kopf schmeißen, die, was wir wirklich voneinander denken, da gibt es ja noch mehr Mord und Totschlag. Dann doch lieber mit Platzpatronen simuliert als echt geschossen. Nicht? Vom Herzen. Ach, es ist ja auch alles vergeben. Wisst man etwas, aber ich nehme Sackkonto. Hey, Karl! Wenn du dich schon vor mir nicht schämst, schämst du dich dann nicht vor deiner minderjährigen Tochter mit so ordinären Aufforderungen? Ich kann ja nicht warten, bis er volljährig ist. Karl, du musst was unternehmen. Herein. Entschuldige, mein Name ist nämlich Schmidt. Dafür brauchen Sie sich doch nicht zu entschuldigen. Da hat sie recht, die Dame. Wolf Schmidt braucht sich nicht dafür zu entschuldigen, dass er Wolf Schmidt war. Im Gegenteil.
Kaum einer war so bekannt und so erfolgreich wie dieser Schmidt. Nur wenige Unterhaltungskünstler seiner Ära hatten sein Format und konnten so viel Talent und Tatkraft in sich und ihrem Werk vereinigen. Wolf Schmidt war populär, aber er biederte sich nicht an. Er liebte die kleinen Leute, porträtierte sie und vergaß dabei ihre finsteren und boshaften Seiten keineswegs. Wolf Schmidt war ein Moralist, aber er hatte Verständnis für die unausweichlichen Kompromisse des Alltags. Er dokumentierte den Zeitgeist und schuf dabei Szenen von zeitloser Komik. Und vor allem, Wolf Schmidt war ein leidenschaftlicher Demokrat, der manchmal ziemlich wütend mit den Reaktionären und Spießern seiner Zeit umging. Das sind doch die größten Spießbürger, die sich einbilden, Kaiser sei. Wir leben doch im Zeitalter des Spießbürgers. Die sogenannte obere 10.000, die ja heutzutage nur noch den Adel eines hohen Bankkontos aufzuweisen haben, die sind verspießbürgert. Und auf der anderen Seite ist die Arbeiterschaft längst kein sogenannter vierter Stand mehr, sondern ebenfalls verspießbürgert. Und was in der Mitte ist, das war früher schon Spießbürger. Wenn du vor 50 Jahren auf den Sonntagsbummel gegangen bist, da hast du jeden Spaziergänger auf den ersten Blick angesehen, ob er ein Doktor war oder ein Steuerinspektor oder ein Offizier in Zivil oder ein Bergarbeiter oder ein Kommerzienrat. Und Volksschullehrer hast du auf 100 Schritt jeden Wind von einem Oberlehrer unterscheiden können. Heute kannst du gar nichts mehr unterscheiden. Die Minister sehen aus wie die Zigarrenverkäufer, die Weißbinder wie die Universitätsprofessoren und die zugehörige Weiblichkeit, die tragen all dieselbe Nylonstrümpfe, dieselbe Mäntel und dieselbe Hüte. Alles Christian Dior in Volksausgabe von der Stange. Mit ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Geschmack, wobei durchaus nicht sicher ist, ob die kleine Schokoladeverkäuferin nicht schicker ist wie die Frau Direktor. Heute kommst du in den Betrieb und siehst einen Mann mit einem markanten Charakterkopf und denkst, aha, das scheint der Chef zu sein. Nix, das ist der, der die Akte von einem Zimmer ins andere schleppt. Und dann bist du versucht, einem Menschen, das dir der Weg zur Direktion erklärt hat, eine Zigarette gegeben und sieh, es ist der Herr Generaldirektor persönlich. Wir sind hoffnungslos nivelliert, nach der Mitzu nivelliert. Ja, aber in geistischer Beziehung. In geistiger Beziehung sind wir es doch erst recht. Man lesen die gleiche Zeitungen, die gleiche Schmäge, man sehen dieselbe Filme und hören dieselbe Radiosendungen. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden und es gibt überall Dumme und Gescheite. Aber insgesamt gesehen sind wir heute alle Spießbürger. Denn was ist das Gegenteil von einem Spießbürger? Das ist der Mann, der sich nicht drum kümmert, was die Leute von ihm halten. Ein Mann, der eine wirklich eigene Meinung hat und sie vertritt, ohne Rücksicht auf Verluste, der sich lieber von Haus und Hof vertreiben und ins Gefängnis schmeißen lässt, als einen Rückzieher vor der Leute zu machen. Nur wo gibt's dann das noch? Wo sind dann die Minister, die demissionieren, wenn sie ihre Meinung nicht durchsetzen und die nicht nur drohen mit dem Demissionieren? Wo sind dann die hohen Beamte, die lieber auf gehaltene Pensionsberechtigung verzichten, als sich zu einer Amtshandlung zwingen zu lassen, die ihnen nicht passt? Wo gibt's dann noch Zivilcourage gegen die sogenannte öffentliche Meinung? Zivilcourage bis zur letzten Konsequenz, meine ich. Natürlich, ja, gibt's noch. Aber da kannst du mit der Lupte nachsuchen. Und die Leute sind für mich die einzigen Nicht-Spießbürger. Mir selber ist es in meinem tiefsten Innersten wirklich wurscht, was die Leute von mir denken. Aber tue ich ein Zeichen? Tue ich ihn vor den Kopf stoßen? Oder achte ich nicht doch auf mein Renommee, mein guter Ruf? Verwalte ich nicht alles, um ins Geschwätz zu kommen? Natürlich tue ich das, weil ich zu bequem bin, zu feig, um immer die Wahrheit zu sagen und zu tun, was ich meinem Gewissen nach eigentlich tun müsste. Genau wie die anderen. Bin ich ein Spießbürger? Natürlich bin ich einer, genau wie die anderen. Natürlich war Wolf Schmidt kein Spießer. Er hatte seine eigene Meinung und tat sie auch kund. Er war von Selbstzweifeln geplagt, kannte Schuld und schlechtes Gewissen, war aber stets bemüht, den großen gesellschaftlichen Fortschritt durch viele kleine Taten der Toleranz, der Weltoffenheit und der heimatlichen Traditionspflege voranzubringen. Mit der von ihm geschaffenen Familie Hesselbach gelang es ihm, diesen großen Ansprüchen in der kleinen Welt des bürgerlichen Alltags auf eine menschlich verzwickte und oft sehr komische Art und Weise Geltung zu verschaffen. Die allererste Folge der Hesselbachs lief am 17. September 1949 im Hessischen Rundfunk und war eine Live-Aufzeichnung mit Publikum. Die Mama hieß noch nicht Erna, sondern Mariechen. Sie wurde, ausschließlich in dieser Folge, von Annie Hannewald gespielt, während die spätere Mama, Lia Wöhr, hier noch die Tochter Anneliese spricht. Und mit diesem historischen Pionierwerk, das den Titel Hesselbachs ihren Hausschlüssel trägt, beginnt die wohl populärste hessische Familienchronik, wenn wir einmal von der Familie Goethe absehen, und einmal darf man das ja auch, besonders wenn es nicht um die sogenannte Hochkultur geht. Hesselbachs ihren Hausschlüssel war eher Meilenstein einer sehr kunstvollen Volkskultur.